Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein Start einer neuen Videoreihe auf meinem Kanal und zwar Road to Knife. Ich werde so lange Videos machen und Kisten öffnen, bis ich ein Knife bei CSGO selbst gezogen habe. Starten wir heute mit 15 Prisma-Kisten und ihr könnt auch schon mal in die Kommentare schreiben, welche Kiste ich im nächsten Video öffnen soll. Auch wieder genau 15 Kisten und das Video geht so lange, bis ich halt ein Knife gezogen habe. Ich habe jetzt für das Unboxing hier 60 Cent für die Kisten ausgegeben und 31,50 € für die Schlüssel, also insgesamt 32,10 €. Und ich werde auch über der ganzen Reihe dann immer vergleichen, bei welchem Stand wir sind, wie viel ausgegeben, wie viel wir ausgegeben haben und wie viel ein wir genommen haben. Also ich würde sagen, fangen wir an mit der ersten Prisma-Kiste. Vielleicht haben wir direkt Glück und holen das Knife. Ich glaube, es eher weniger. Behälter öffnen. Wir wählen mal hier einen Schlüssel aus, zap, zap und Behälter öffnen. Ich wiederhole nochmal, 32,10 € haben wir ausgegeben. Oh, ein zweiter wäre gut gewesen. Die ist natürlich nicht gut. Erste Kiste, absoluter Müll. Versuchen wir unser Glück in der zweiten Kiste. Wir nehmen jetzt einfach mal den Schlüssel hier. Let's go. Also ich wäre ja schon zufrieden, wenn wir einmal hier pink ziehen würden bei den 15 Kisten. Oh, da fliegt die rote vorbei. Auch wieder absoluter Müll. Wieder deutlich Minus gemacht. Wir machen die nächste Kiste auf. Abfahrt. Behälter öffnen. Oh, da fliegt die pinke vorbei. Schade, wieder der absolute Rotz des Todes. Auch wieder kein Glück. Ich bin mal gespannt. Wir werden am Ende bestimmt so bei 2 € liegen, wenn überhaupt. Behälter öffnen. Wenn wir 15 blaue ziehen, mache ich dann auch noch einen Trade-Up. Direkt hinterher. Muss ich weniger zusammenzählen. Oh, mal wieder blau natürlich. Absoluter Schmutz. Nächste Kiste. Na, wieder absoluter blauer Müll. Weg damit. Ey, das läuft aber gut hier heute. Nur blau bisher. Komm, hier, die hier hätte ich gerne in FN Setrack. Die würde ich dann auch bespielen. Abfahrt. Na, wieder absoluter Müll. Whoop, geh weg. So. Absoluter Müll direkt wieder weggeklickt. Nächste Kiste, let's go. Welt eröffnen. Und wer hätte es gedacht? Mal wieder blau. Mal wieder blau. Nächste Kiste. Nehmen wir den Schlüssel. Let's go. Ich werde in der Serie wohl sehr viel Geld verlieren. Aber ich will wenigstens... Ah, ein zweiter vielleicht? Ja, nee, leider nicht. Ich würde aber gerne mal wirklich ein Knife wirklich direkt in CSGO ziehen. Weil ich habe ja ein paar Knives hier, wie das Bowie Knife Fade, ein Slaughter Bayonet, ein Huntsman Doppler und hier unten habe ich noch Shadow Daggers 2 Stück, auch Slaughter und Marble Fade und noch ein Flipknife Doppler. Aber die habe ich alle nicht bei CSGO gezogen. Also nächste Kiste. Bisher nur blau. Bisher nur blau. Also hätte ich das Geld bei Keydrop investiert, die 32,10 €, was ja dann, ich weiß nicht, $35 oder so sind ungefähr, Pi mal Daumen, da werde ich wahrscheinlich mehr ziehen als hier. Deswegen nutze ich die Seite auch so gerne. Da kann ich mich auch ganz bequem wie bei Steam auch mit PayPal einzahlen. Und PaySafeCard, wer es haben will, aber ja, wer nutzt schon PaySafeCard? Ja, auch wieder absoluter blauer Müll des Todes. Nächste Kiste. Und lass mich raten, blau? Ja, natürlich blau. Wir ziehen hier nur blau die ganze Zeit, ne? Machen wir nächstes Trade-Up hier. Trade-Up, sage ich schon. Die nächste Kiste auf. Oh! Ja, gut, der Revolver wäre eh scheiße gewesen. Aber ich glaube trotzdem mehr als der blaue Müll. 3 Kisten haben wir noch. Bisher nur blau. Komplett nur blau. Ich wiederhole nochmal. Wir haben 32,10 € investiert für ganz viele blaue Skins. Ja, wenigstens Statrack wird aber wahrscheinlich trotzdem nichts wert sein, oder? Ich sag mal 10 Cent. Gucken wir mal kurz nach. Ja, 29 Cent. Aber ja, dafür, dass ich für die Kiste 2,10 €, 2,24 € bezahlt habe, natürlich nicht gut. Behälter öffnen, Abfahrt. Oh, eine pinke. Statrack pink, die könnte ein bisschen was wert sein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die mehr wert ist als die Kiste. Gucken wir mal nach. Ja, nee, 1,08 €. Gut, vergiss es. Ungefähr die Hälfte wiedergekriegt. Die letzte Kiste, dann machen wir noch einen Trade-Up und dann rechnen wir mal aus, wo wir gelandet sind. Welt eröffnen.
Ja, die letzte Kiste gönnt dann auch nicht. Gut, dann werden wir mal kurz einen Trade-up machen. Neueste. Zack. So, Trade-up. Auch wieder die. Okay, dann rechnen wir mal kurz aus, wie viel wir am Ende haben. So, ich habe jetzt mal ausgerechnet. Wir sind am Ende bei 1,93 € gelandet nach diesen 15 Kisten, die wir für 32,10 € geöffnet haben. Somit haben wir aktuell einen Verlust von 30,17 €. Ich hoffe, im nächsten Video läuft es besser. Wie gesagt, ihr könnt schon mal in die Kommentare schreiben, welche Kiste ich als nächstes 15 Mal öffnen soll. Video kommt dann, ich weiß nicht, vielleicht in einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen, je nachdem, wie ich das schaffe. Hätte ich das Geld bei Keydrop investiert, wäre ich mit mehr nach Hause gegangen als 1,93 €, selbst wenn ich nur Scheiße gezogen hätte. Naja, ich will ein Knife in CSGO ziehen. Irgendwann werden wir es erreichen in der Videoreihe. Werden wir mal gucken, wann. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut da rein und ciao, ciao.